Ja, Freunde, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir stehen jetzt nochmal hier und ziehen uns gleich mal die Döner rein. Für mich, meiner Meinung nach, sieht das jetzt nicht so besonders aus vom Hackfleischspieß hier. Aber wir urteilen nicht, wir überraschen. Lass uns überraschen. Mal sehen, wie der Döner schmeckt. Soll einer der coolsten hier sein? Keine Ahnung. Düsseldorf, Alter. Düsseldorf ist wirklich, I don't know, mein Konsumwahn. Und keine Ahnung. Überdimensionale Preise. So, Freunde, jetzt bis gleich nochmal und dann würde ich sagen. Und eine türkische Pizza, kann ich die auch mit Falafel noch Knoblauch, ein bisschen scharf, Bruder. Ja. Ja, bitte. Ein bisschen scharf. Ja, sieht sehr, sehr interessant aus auf jeden Fall. Zwei Soßen, die gleich sind. Alles bitte, genau. Der nächste bitte. Ja, wir bezahlen jetzt einfach mal. Und dann, I don't know, man. So, jetzt ballert er das rein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bruder. Düsseldorf Döner, der erste Döner. Mal sehen, wie das hier schmecken wird. So, Freunde, gute Nachricht. Der Döner kostet doch 6,50 und endlich haben wir ihn. Da ist er. Ich bin sehr, sehr gespannt. Gleich mal eine Steckdose hier an der Seite. Zum Glück habe ich die gefunden. Ja, der erste Biss. Ich bin wirklich sehr, sehr neutral. Ich hoffe, der schmeckt gut. Und mal sehen, was Düsseldorf zu bieten hat. Let's go. Der erste Biss. Okay. Alter, dieses Dürrenbrot ist so ein bisschen süßlich. Es ist so, als wärst du diese Tortillas aus Mexiko. Warte mal, was geht ab? Ist klar, dass die das nicht selber machen, die bestellen haben. Moment. Hm. Schärfe ist okay. Knoblauch geht so. Spüre ich jetzt nicht. Ein bisschen Wasser. Fleisch ist sehr stark gewürzt. Fleisch ist hartig. Ja, was ich sagen hätte. War mir schon ein bisschen vorher bewusst. Moment, wir beißen noch mal ein paar Mal ab. Da hat mir auf jeden Fall der in Köln auf jeden Fall mehr gefallen. Moment. Aber wir stempeln ihn nicht ab. Wir essen erstmal noch ein bisschen. Wir stempeln ihn nicht ab. Mäßig. So einen auf den. Ja. Tortillas sind so ein bisschen, also das ist wirklich kein Dürrenbrot, das sind diese Tortillas. Ich will das nicht böse ausdrücken, ohne Scheiß, Freunde, ihr kennt mich. Aber das Kalbfleisch. Und ich habe mir die Rezension angeguckt, die war sehr hoch. Aber das Fleisch ist sehr minderwertig. Ich glaube, das ist das billigste Fleisch. Ich sage euch das einfach so, wie es ist. Die ganzen Düsseldorfer, die zugucken, nicht böse gemeint. Aber wenn das einer der besten ist, dann weiß ich auch nicht, Bruder. Ich feiere zurzeit in Köln. Der hat mir wirklich sehr gefallen. Haus des Döners war heftig. Mit den Berliner Soßen, das war krass. Podolski-Döner ist auch okay. Manga geht so. Aber das Neueste ist wirklich dieses Haus des Döners. Das hat gerockt. Ich weiß nicht, ob Düsseldorf das hat. Ob der Laden hier auch so einen Laden gibt. Und ja, aber der hier ist jetzt gerade. Ja. Lass mich noch mal ein bisschen weiter essen. Ihr seht das alles im Schnelldurchlauf und dann sehen wir uns nochmal zum Fazit. Was Leistung, Ambiente und Geschmack. Und ich sag euch ein bisschen mehr in Richtung Fleisch und ja. Ich habe erstmal keine Worte, Freunde. Wir hören uns gleich. Freunde, ich habe jetzt aufgegessen gehabt, ihr habt es gesehen, schweren Herzens. Ich muss ja aufessen, damit ich die Meinung auch sagen kann. Ich kann nicht ein bisschen abbeißen und dann sagen, ja, ist nicht meins oder sonst was. Ich muss immer aufessen und dann meine Meinung dazu sagen. Ja, Dürrem-Döner in Düsseldorf. Kollege meinte gerade von hier an der Seite, dass das so eine Art Laufdings ist.
ist auch so ein bisschen für Touristen, klar, Name und so. Weil die Preise sind online, aber auf Google so krass, diesen Döner da, dass ich mir dachte, okay, ich komme jetzt hier vorbei. So, in der Rezension ist auch sehr hoch gewesen. Und ja, so weit und breit. Alle sprechen davon. Ja, also harter Tobak, Freunde. Harter Tobak. Lass mich mal durchatmen, wir sehen uns gleich draußen. Wir machen, dass wir hier rauskommen und ja, dann gibt es nochmal, wie gesagt, das Fazit. Ich frage jetzt nochmal auf frech, so wie wir hier sind, ob ich das Geld zurückbekommen kann, weil mir das nicht so geschmeckt hat. Wir gehen jetzt mal nach vorne und machen einfach den Move. Ich bin ehrlich zu euch, warum soll ich lieben? So, wir machen das jetzt. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ich weiß, ihr seid gerade in Stress, aber für mich war das jetzt nicht wirklich so besonders. Kann ich mein Geld wieder haben? Kann ich mein Geld haben zurück? Geld haben? Ja, weil für mich war nicht so lecker. Hat nicht so geschmeckt. Nicht geschmeckt? Nein. Also für mich, meiner Meinung nach, war nicht so besonders. Ich schieben gerade Optik, Digga. Die schieben Optik gerade. Die Döner kann schmecken? Also meiner Meinung nach, für mich war es nicht so besonders. Ein Berliner bleibt ehrlich. Mal sehen, ob wir das Geld zurückbekommen. Okay, die schweigen erstmal. Die tun so, als wäre nichts wäre. Ich probiere nochmal. Kein Problem, kein Problem. Vielleicht? Hast du alles richtig gemacht, ne? Ja, ich muss aufessen, weil ich Test mache. Und vielleicht habt ihr einen anderen Tag, vielleicht komme ich nochmal. Kann sein, dass manchmal ein Tag anders ist. Ja, okay. Aber ich will die Leute nicht runtermachen. Ich sage nur meine Wahrheit. Ja. Berlin-Wahrheit. Die Leute haben mich so angeguckt und dachten, was geht da? Ja, Bruder, ich sag einfach so, wie ich denke. Und vielleicht haben die einfach einen schlechten Tag erwischt. So. Aber für mich war nicht. Bitte? Doch, ich filme. Ja, ich filme immer. Danke. Ja, Bruder, ansonsten sage ich, ich sage immer die Wahrheit. Und jetzt gibt er mir das Geld zurück. Dankeschön. Danke, dass ihr so nett seid. Und dass ihr auch Verständnis habt, ja? Okay. Dankeschön. Freunde, wir haben die 6 Euro zurück. Ja? Zeig mal ganz kurz den Laden. Digga, die haben Schock bekommen. Aber ist so, ist so. Ich sage euch die Wahrheit. Also, mir hat das nicht so geschmeckt. Und wenn mir das nicht schmeckt, ich will mein Geld zurück. Ja? Und das ist in Berlin der Standard. Dennegöz. Ja? Aber immerhin waren die nett. Immerhin waren die trotzdem nett. So, ist okay. Mieseste Döner, den ich in meinem ganzen Leben als Berliner gegessen habe. Ich habe sofort mein Geld zurückverlangt, das kann es nicht sein. Freunde, wenn das Düsseldorfer Döner ist und einer der besten, dann gute Nacht. Wir kommen jetzt ganz kurz mal zum Fazit. Preis-Leistung 5. Geschmack 0. Den gebe ich keine 2, keine 1, gar nicht. 0, 0. Geschmack, das Fleisch war so labrisch. Das ist kein Döner, Freunde. Das ist kein Döner. Meiner Meinung nach. Dieser Döner, auch wenn ich jetzt gehört habe, Sheriff ist ein unehrlicher Mann, ohne Ehre, dann bin ich eben ein unehrlicher Mann. Ich habe keine Ehre. Aber wer sowas anbietet, ich bin komplett fast ausgeflippt. Ich wollte da nur freundlich sein, weil ich drin saß und die Leute gegenüber haben schon mitbekommen, dass ich voll hate und so. Dieser Döner, es tut mir leid, ich habe mein Geld zurückgenommen, ihr seht. Das war kein Döner. Ja. Freunde, gibt es irgendwas Besseres als dieser Dönerland? Wenn ihr sagt, das ist einer der Besten in Düsseldorf, dann ist es crazy. Nein, der ist echt der Beste. Der ist der Beste, oder? Nicht? Okay. Fleisch war Katastrophe. Was meinst du? Dieses Kalbsfleisch, Bruder, das ist labbrig, das ist wie Gummi. Das ist, weißt du, was das ist? Hackfleisch. Das Hackfleisch, wie nennt man das? Genau. Paste, Paste, Bruder, das sieht passt. Deswegen sieht das so sauber aus. Ja. Ich bin geschockt. Ja, ist so. So. Bruder, in Berlin, ich bin in Berlin einiges gewohnt. Berlin ist anders. Die haben mich jetzt gerade richtig genommen. Guck mal, Lahmacun da vorne, Bruder, ist richtig lecker. Das Lahmacun, da hinten. Noch die beste Lahmacun. Ich schwöre, die anderen haben mir das jetzt auch schon gesagt. Ich krieg wieder Angst, Bruder. Nein, nein, auf jeden Fall. Ja, ist ja geil. Arbeitet hier, ja? Wenn es nicht lecker ist, ich arbeite hier, Bruder, ich gebe dir das Geld. Lahmacun, sagst du, ja. Dieser Laden, Ambiente 5, Preis-Leistung 5, Geschmack, ich höre auf alles 0.
Salat war knackig, alles drum und dran ist okay. Aber das Fleisch, Bruder, das war wie Gummi. Es war ja, so, als wenn wir alle Veganer. Das schmeckt, das hat so angefühlt, als wäre ich Veganer geworden. Katastrophe. Das Fleisch war so gewürzt wie eine Frikadelle, Bruder. Ja, es ist kein Fleisch, Frikadelle auf dem Spieß. So Gummiasse. So China. Kennst du Fisch in Shanghai, was die Klassik ist? Ja. So hat das geschmeckt. Katastrophe, Bruder. Ich danke euch. Kein Ding. Ich gehe jetzt. Bruder, ich kann euch den Dönerladen leider nicht empfehlen, Bruder. Aber die waren dennoch voll nett. Die Mitarbeiter waren so süß. Ich weiß nicht, die haben mir das Geld zurückgegeben. Und ja, die Jungs können ja nichts dafür. Wenn der Chef schwarz, weißt du. Das war kein Döner, Bruder. Das ist labbrisch. Das war kein Döner, Bruder. Das war zu viel. Das war für mich zu viel des Guten für heute Abend. Sofort schlechte Laune bekommen. Hab ihnen auch die Wahrheit gesagt, hab mein Geld zurückgenommen, Bruder. Also nochmal ganz kurz, ich habe mich jetzt beruhigt. Ich habe ja immer schlechte Laune, wenn ich Scheiße gegessen habe. Es gibt ja 4,50 Euro Fleisch, dann gibt es 6 Euro, 8 Euro pro Kilo, dann gibt es 12,50 Euro. 13 Euro ist das teuerste Fleisch, von 12,50 bis 13 Euro. Es gibt sogar noch Gerüchte, dass es so Japrak so 15 Euro pro Kilo gibt. Aber das war definitiv das billigste Fleisch, was ich je gegessen habe. Daher habe ich gesehen, für mich, meiner Meinung nach, war das sehr unverschämt, diesen Dönerladen hier als den besten zu verkaufen. Und ich werde hardcore clickbaiten dafür und die Wahrheit einfach so raussagen, wie das ist. Und ich habe dann gemerkt, wie unverschämt das Ganze ist für mich, vom Geschmack her aus, wie krass die Leute abgezogen werden in dem Moment. Ist das einfach nur gewürzte Paste mit ein bisschen Salat und Soße drüber. Und so verkaufen die den Döner. Das geht nicht. Weißt du, Leute, die ein bisschen Döner sich auskennen, wie Döner schmecken sollte oder sein sollte an sich. Fleisch darfst du ja schon nicht als Döner, also so ein Dönerladen darfst du nicht als Döner behaupten, wenn das nur Paste ist. Eigentlich ist das schon illegal, was sie da machen. Ja, und was soll ich sagen, Bruder? Ich habe dann auch auf kackfrech, so wie sie kackfrech sind, unbewusst, weil das ist ja nur ein Mitarbeiter, ist klar. Aber der Chef dann, der da arbeitet bestimmt, ich habe dann auch kackfrech meine 6 Euro für meinen Dürüm-Döner zurückverlangt. Kein Wunder, warum das jetzt 6 Euro kostet. Ich dachte, jetzt kommt Dürüm-Döner 9 Euro, 8,50. Die wollten nur 6 Euro haben. Döner kostet da 5 Euro oder was? 5 oder 6 Euro, weiß ich gar nicht mehr. Minderwertige Qualität. Geht, also in Düsseldorf schmeckt nicht. Ich sag dir so, wie das ist. Es schmeckt nicht. Hier schmeckt gar nichts, Digga. Ich habe vorhin nochmal eine Kleinigkeit gegessen. Schmeckt nicht. Ich habe da kein Video gemacht. Die Jungs haben sich komplett erschrocken. Die haben richtig Schock bekommen. Wie kann er es wagen, dass das nicht schmeckt? Wie kann er es wagen, es zu sagen? Ich sage, schmeckt nicht. Ja? Wenn ich sage, schmeckt, dann schmeckt nicht. So, was soll ich jetzt da schönreden? Ich bin ehrlich zu euch, ich habe jetzt so ultra Abtüren auf Düsseldorf. Ich bezweifle, ob überhaupt hier was schmeckt. Eine bittere Pille nochmal ganz kurz an die Düsseldorfer, die ich schlucken musste. Macht euch nichts draus. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Ehrlich ist sehr wichtig zu sein. Kennt ihr so auf Mallorca, Malle? Die haben bessere Döner gehabt. Düsseldorf ist halt wirklich ein Business District. Ist halt wirklich Business. Ja, Schickimicki. Hier kocht man am besten wahrscheinlich zu Hause. Oder geht in so super teure Restaurants, die komplett Schickimicki sind, die nach was schmecken. Oder du gehst hier zum Steakhouse für 200, 300 Euro, wenn du bist und satt wirst. Ich weiß es nicht. Ich kann euch das nicht sagen, weil das mache ich nicht. Dönerläden hier, ah, please, bro. Please. Ich würde sagen, wie gesagt, jetzt bin ich wirklich raus. Daumen nach oben, Six All in the Mix. Freunde, ich bin geschockt, Digga. Ich fass es nicht. Überall fast so. Das ist einfach nur Hackfleischpaste. Einfach drum raufgeklatscht. Fast jeder Dönerland sieht so aus. Hier.